Hallo und herzlich willkommen bei unserer Reise durch die Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und jetzt geht es mal um die Frage, kommt eigentlich wirklich Ökostrom aus der Steckdose? Das ist nämlich so eine Frage, die sich doch einige Leute mal stellen. Ich habe einen Stromversorgungsvertrag mit Ökostromversorger, ich habe grünen Strom, aber irgendwie habe ich gehört, dass der gar nicht wirklich aus meiner Steckdose rauskommt. Ist das so? Warum ist das so überhaupt? Und wenn ich es kurz beantworten soll und physikalisch korrekt beantworten soll, dann kommt höchstwahrscheinlich nicht direkt Ökostrom aus der Steckdose, sondern ein Strommix aus verschiedensten Quellen, nämlich eben genau so organisiert, dass Strom immer dorthin fließt, wo der physische elektrische Widerstand am geringsten ist. Das heißt, das ist im Großen und Ganzen relativ zufällig, woher der Strom ganz konkret kommt, der bei mir eben landet, aus meiner Steckdose kommt. Es ist nur relativ wahrscheinlich, dass er so aus den absolut nahesten Erzeugungsanlagen zu mir gelangt. Das heißt, wenn ich direkt neben dem großen Kohlekraftwerk wohne, dann kommt mein Strom garantiert nicht aus irgendwelchen Windkraftanlagen oder Solaranlagen, die irgendwo bundesweit verteilt sind. Egal mit welchem Unternehmen ich einen Stromversorgungsvertrag abschließe. Aber um das mal genauer auseinanderzunehmen, betrachten wir jetzt also einerseits nochmal, wie eigentlich Stromleitungen funktionieren, also wie funktioniert denn das Transportieren von Strom bis hin zur Steckdose. Wir gehen mal auf das Thema der Nachweise für Ökostrom ein, also wie kann man eigentlich genau sagen, das ist zumindest garantiert Ökostrom, den ich kaufe, egal ob der physisch bei mir ankommt, aber ich bezahle ihn auf jeden Fall. Und ansonsten gehen wir zuletzt auch nochmal darauf ein, wie funktioniert denn eigentlich konkret die Zuordnung von Energie zu einem Kunden, um zumindest auch klarzustellen, wie diese Formulierung, hey, Sie beziehen ja tatsächlich Ökostrom, Sie kaufen ja wirklich Ökostrom, wie versorgen Sie mit Ökostrom, tatsächlich gemeint ist. Na, auch unter der Maßgabe, dass es physisch nicht unbedingt so ist, dass genau dieser Strom auch aus der Steckdose kommt. Wir haben Steckdosen zu Hause, dort stecken wir unsere Geräte rein, die werden aufgeladen oder betrieben und wir haben dann also einen schönen Stromversorgungsvertrag mit einem der diversen großen und kleinen Ökostromversorger. Da gibt es die Klassiker wie Lichtblick und Naturstrom AG oder Greenpeace Energy oder die Elektrizitätswerke Schönau, die also zu den absoluten 100% Ökostromversorgern zählen. Da gibt es auch so die etwas fragwürdigeren Kandidaten wie zum Beispiel Naturenergie Plus, die schlussendlich zu 100% zum EnBW-Konzern gehören, aber auch da natürlich tatsächlich sich aus reiner Wasserkraft erstmal speisen. Aber sie gehören halt zu einem Konzern, der auch noch eine ganze Menge Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke und Ähnliches betreibt. Und deswegen ist da das Image natürlich schon ein bisschen angeknackst, sobald man das weiß, dass sie da dazugehören. Und da gibt es auch noch einige Unternehmen, die machen nichts anderes als das sogenannte Greenwashing. Das heißt, die sind tatsächlich dabei, über verschiedenste Möglichkeiten, die ich auch noch zeige, ihren Strommix grün zu machen und als Ökostrom zu bezeichnen, auch wenn es tatsächlich faktisch gar nicht so ist. Und auch die einen gewissen Anteil an fossilen Energien zum Beispiel in ihrem Portfolio haben. Der Strom kommt nämlich aus der Steckdose, der ist für uns irgendwie absolut selbstverständlich. Wir wundern uns gar nicht, warum das Licht angeht, wenn wir auf den Knopf drücken, sondern wir nehmen es einfach mal hin. Aber wie kommt der Strom denn überhaupt in die Steckdose? Na, wir haben an diversen Stellen unsere Kraftwerke und unsere erneuerbaren Energienanlagen, die also den Strom erzeugen. Wie sie das machen, haben wir schon mal an anderer Stelle betrachtet. Und dann kommt es schlussendlich darauf hin, dass wir dort aus irgendwelchen Energieformen, seien das jetzt fossile Energieträger oder sei es die Windenergie, die Wasserenergie oder die Sonnenenergie, dass wir die also dann umwandeln hin zu einer Form, wie wir sie auch anwenden können. Das ist elektrische Energie. Ja, also wir nehmen das Sonnenlicht in der Solaranlage oder wir nehmen, wie gesagt, Wind, Wasser oder in fossile Energieträger und wandeln die um zu Elektrizität. Und transportieren die jetzt also bis zu uns in die Steckdose. Das Wichtige ist, die Stromleitungen, die schlussendlich ja in der Steckdose münden, die kommen irgendwo mal aus dem Generator. Diese Leitungen sind am anderen Ende an irgendwelchen Generatoren oder Photovoltaikzellen angeschlossen. Und dann fließt der Strom einfach. Und das kann man sich eben tatsächlich so vorstellen, dass es im Großen und Ganzen dicke Kabel sind,
je nachdem, ob wir uns jetzt gerade an so einer Stromtrasse befinden, die neben den Autobahnen gebaut wird, wo es wirklich richtig dicke Kabel sind, oder ob wir uns schon in der Stadt befinden und eher auf etwas dünnere Kabel unterirdisch meistens verlegt sind, bis hin zu den Haushalten. Aber es sind im Großen und Ganzen einfach nur Kabel, in denen sich also der Strom, der aus dem Generator kommt, extrem schnell bewegen kann und extrem schnell also fließt hin zu den Steckdosen. Das Wichtige ist, dass wir in Deutschland den sogenannten Wechselstrom verwenden, der eben, sogar den Drehstrom verwenden, der sich faktisch 50 Mal pro Sekunde in die beiden verschiedenen Richtungen bewegt. Man kann es kurz so zusammenfassen, Gleichstrom bewegt sich immer nur in eine Richtung, Wechselstrom bewegt sich immer in beide Richtungen abwechselnd, und zwar 50 Mal pro Sekunde wechselnd. Daher kommt diese Bezeichnung 50 Hertz. 50 Hertz ist nämlich die Angabe, dass die Stromfrequenz eben da liegt, dass 50 Mal pro Sekunde die Richtung gewechselt wird. Und Drehstrom ist Wechselstrom, aber in drei verschiedenen Phasen. Das heißt, dass praktisch wie in so einer DNA-Helix dreimal nebeneinander der Strom fließt, aber dabei auch trotzdem 50 Mal pro Sekunde die Richtung wechselt. Jetzt fließt das so extrem schnell, aber auch so schnell, dass er also problemlos 50 Mal pro Sekunde die Richtung wechselt und fließt jetzt genau dorthin, wo das Kabel ihn praktisch hinführt. Jetzt haben wir aber ein doch relativ weit verbreitetes und vernetztes Stromnetz in Deutschland, was also auch darauf hinausläuft, dass wir genau dort verschiedenste Wege und Abzweigungen haben, in die Richtung praktisch sich dieser Strom bewegen könnte. Und das Spannende dabei ist eben, der bewegt sich dorthin, wo nun mal der geringste elektrische Widerstand ist. Und das bedeutet im Großen und Ganzen, wo ist es gerade der stärkste Bedarf? Der Strom sucht sich schon seinen Weg dorthin, wo der stärkste Bedarf ist. Vorausgesetzt, er hat eine direkte Verbindung dorthin, dann fließt er dorthin. So, da keine Frage. Und zwar, wie gesagt, so schnell, dass wir ihn nicht direkt kontrollieren können. Der fließt dorthin, wo er eben gebraucht wird. Deswegen müssen wir als Energiewirtschaft wissen, wie viel Verbrauch wir in Deutschland haben, um genau so viel Strom auch in das Stromnetz reinzupacken. Dann müssen wir nochmal genauer wissen, wie viel Strom wird in einem bestimmten Landkreis oder in einer bestimmten Stadt verbraucht, damit wir genau dort auch so viel Strom zum richtigen Zeitpunkt haben. Aber wohin, zu welcher Steckdose konkret, welcher Strom jetzt fließt, ist im Großen und Ganzen so schnell, dass wir es als Menschen nur als zufällig bezeichnen können. Das heißt, schon aus dieser Überlegung heraus, kommt nicht wirklich der Ökostrom, den ich mir ja einkaufe, aus meiner Steckdose. Das ist aber prinzipiell egal. Wir kommen gleich dazu, warum das so ist. Strom als solcher, um nur es mal zu zementieren, muss halt fließen. Und das tut er immer genau dann, wenn Kraftwerke laufen. Aber weil er immer fließen muss und auch so extrem schnell ist, muss der Strom auch genau in dem Moment, in welchem er produziert wird, auch wieder verbraucht werden. Es muss immer genau so viel Strom produziert werden, wie verbraucht wird. Es muss immer genau so viel Strom verbraucht werden, wie produziert wird. Nur dann haben wir ein stabiles Stromsystem. Das hängt eben auch genau mit diesen 50 Bewegungen pro Sekunde zusammen, mit diesen 50 Hertz. Weil wie ihr sicherlich auch schon mal gehört habt, läuft es darauf hinaus, wenn man Schwankungen im Stromnetz hat, zu wenig oder zu viel, dann schwankt auch diese Netzfrequenz. Ist mal bei über 50 Hertz oder bei unter 50 Hertz. Und dann kommen wir in die Region, wo praktisch ein Blackout, also ein Stromausfall passieren könnte oder wo auch ein Kurzschluss in der Infrastruktur passieren könnte und praktisch mal eine Anlage durchbrennt. Es muss also immer genau so viel Strom verbraucht und produziert werden, wie gerade notwendig auf beiden Seiten. Angebot und Nachfrage muss immer ausgeglichen sein. Denn Strom kann nicht direkt gespeichert werden. Das ist uns allen klar. Es ist zwar möglich, ihn über Sekundenbruchteile und auch mal eine Sekunde in verschiedenen elektrischen Bauteilen zu halten, aber dann fließt er eben nun mal weiter, weil er auch so extrem schnell und flüchtig ist. Wenn wir ihn umwandeln oder wenn wir ihn in eine Batterie einspeichern, auch das ist eine Umwandlung, dann geht das natürlich, aber ansonsten im Großen und Ganzen muss der Strom fließen. Jetzt ist es aber durchaus so, wenn wir sagen, wir kaufen uns Ökostrom ein, der kommt aber gar nicht bei uns an, naja, vielleicht reicht es uns ja aber schon mal so, dass wir ja Ökostrom bezahlen, dass wir Ökostrombetreiber mehr Geld haben, dass die im Zweifel noch mehr Ökostromanlagen bauen und damit zumindest die Energiewende auch unmittelbar unterstützt wird und weiter auch ausgebaut wird.
Das würde im Großen und Ganzen beweisen oder auch zeigen, wir müssten also eigentlich nur sicherstellen, dass unsere Wünsche und Zwecke als Ökostromkunde auch tatsächlich sich übersetzen in das weitere Voranschreiten der Energiewende. Jetzt gibt es durchaus die Möglichkeit, dass Unternehmen also sagen, naja, wir sind ein ganz wunderbarer Ökostromversorger, aber eigentlich ist das sogenannte Greenwashing. Das heißt, wir kaufen uns zum Beispiel Zertifikate zu, die sagen, hey, wir unterstützen Ökostromunternehmen, wir kaufen denen praktisch auch Ökostrom ab, aber im Großen und Ganzen haben wir trotzdem jede Menge CO2-Ausstoß oder betreiben sogar selbst eigentlich eher fossile Energieträger, verbrennen diese fossilen Energieträger, aber wir kaufen uns eben Grünstromzertifikate zu. Und damit sind wir jetzt plötzlich irgendwie ganz attraktiv für Energiewende-Fans. Damit das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten nämlich oft passiert ist, so ein bisschen zurückgetrieben wird und man auch als Ökostromkunde ein bisschen stärker sagen kann, hey, ich habe wirklich Ökostrom, ich habe wirklich grünen, erneuerbaren Energienstrom in dem, was ich kaufe. Dafür gibt es die sogenannten Herkunftsnachweise, die im sogenannten Herkunftsnachweisregister geführt werden. Das Ganze ist eine Stromkennzeichnung. Stromkennzeichnung als solche kennen wir schon seit Jahren von der Stromrechnung. Das haben wir meistens so auf einer der letzten Seiten, so Diagramme, so Kuchendiagramme zum Beispiel, in welchen dargestellt wird, naja, unser Strom besteht zu 40% aus Kohleenergie, zu 30% aus Windenergie, 50% Sonne und der Rest ist nochmal irgendwie Gas und Wasser und Bioenergie meinetwegen. Diese typischen Kuchendiagramme, die ja schön und gut sind. Genau dort wurde aber in der Vergangenheit auch viel gemacht, was nicht ganz koscher war, nämlich dass man praktisch sich eben genau diese Zertifikate von grünem Strom zugekauft hat und damit dann behaupten konnte, dass man deutlich mehr erneuerbare Energie im Portfolio hat, als eigentlich tatsächlich faktisch vorhanden. Mit den Herkunftsnachweisen ist das jetzt auf einem anderen Level gelandet. Wir haben jetzt eben nicht mehr nur die rein bilanzielle Abgrenzung von Sonnenenergie, Windenergie, fossilen Kohleenergie und so weiter. Wir haben also nicht mehr nur praktisch eine Prozentzahl, die im Strommix vorhanden ist, sondern wir haben jetzt einen Nachweis, dass eine Megawattstunde Strom, die wir als Versorger im Portfolio haben, dass die eben tatsächlich faktisch aus zum Beispiel Windkraftanlagen stammt. Denn wir haben mittlerweile eine Systematik, die eben sagt, dass Anlagen, die erneuerbare Energie erzeugen, per se pro Megawattstunde, die dort erzeugt wird, einen sogenannten Herkunftsnachweis geliefert bekommen. Dieser Herkunftsnachweis ist virtuell, das ist einfach nur eine Art Stempel auf dieser Megawattstunde, die in dem Herkunftsnachweisregister gespeichert wird. Dieses Register wird betrieben vom Umweltbundesamt, ist teilweise auch öffentlich einsehbar, vor allem wenn man Anlagenbetreiber ist, kann man da relativ tief reingehen und sieht dort eben, hey, ich habe hier in meinem Portfolio diese Herkunftsnachweise. Diese Nachweise, dass es Ökostrom ist, gibt es einerseits natürlich sowieso im Rahmen des Erneuerbaren Energiengesetzes. Also alle Anlagen, die über dieses Regime gefördert werden, haben praktisch den Nachweis, hey, das ist also tatsächlich Ökostrom, das ist erneuerbare Energie. Aber alle Anlagen, die aus dieser Förderung rausfallen oder die nie in dieser konkreten EEG-Förderung waren, aus den verschiedensten Gründen, die bekommen eben diese Herkunftsnachweise, die jetzt im Herkunftsnachweisregister gespeichert werden. Das ist es im Großen und Ganzen, dieser Stempel, der natürlich pures, bares Geld wert ist, wenn ich mich entlang der Energiewende aufstellen möchte. Das heißt, bin ich ein Unternehmen, ein Industrieunternehmen, was sich sauber, klimafreundlich, umweltfreundlich aufstellen möchte, dann kann ich ja sagen, ich kaufe mir Ökostrom zu, Grünstrom zu und bin damit nachweislich ein sauberer Energieversorger. Und das mache ich natürlich genau in dem Kontext, dass ich eben sagen kann, naja, das ist für mich auch eine Imagefrage. Wenn ich ein sauberes Unternehmen bin, wenn ich wenig Emissionen ausstoße, dann läuft das auch darauf hinaus, dass ich für Kunden vielleicht attraktiver werde, für energiewendefreundliche, für klimafreundliche Kunden, umweltfreundliche Kunden, bin ich dann ein attraktiveres Unternehmen. Deswegen möchte ich nachweislich grünen Ökostrom in meinem Portfolio haben. Ich möchte auch nachweislich als Endkunde grünen Ökostrom beziehen. Dafür gibt es also das Herkunftsnachweisregister vom Umweltbundesamt.
Dieses wird im Großen und Ganzen seit 2-3 Jahren erst so richtig betrieben. Das war eine ganze Weile in der Planung, hat sich lange verzögert, wie es eben in großen IT-Projekten öfters so üblich ist. Aber mittlerweile gibt es das nicht. Jede Megawattstunde erneuerbare Energiestroms bekommt also hierüber ein Zertifikat. Das ist dieser Stempel. Und dieses Zertifikat ist nicht nur der Nachweis, dass mein Strom, den ich jetzt zukaufe, aus genau einer bestimmten Windparkanlage kommt. Das ist also auch noch regional ein Nachweis. Das ist praktisch für mich die absolute Absicherung. Das hier ist definitiv ein Wert, der aus den richtigen Quellen kommt, der also für mich auch die richtige Botschaft in Richtung Energiewende und Co. mitzuführt. Das ist ein Nachweis für eine konkrete Region und sogar für eine konkrete Anlage, aus der ich den Strom jetzt zukaufe. Denn wie wir schon gesagt haben, physisch fließt der Strom ja einfach. Wir haben ja aber eine Wirtschaft. Also wir wollen dort ja auch Verträge machen, wir wollen ja was abrechnen können. Also müssen wir hier mal rein virtuell Energiemengen irgendwie abgrenzen und müssen dann eben sagen, diese Energiemenge hat einen gewissen Preis und diese Energiemenge bekommt über dieses Zertifikat sogar noch so einen kleinen Bonus im Wert und ist jetzt eben durch dieses Zertifikat 100%ig Ökostrom und damit mehr wert als Kohlestrom, weil immer mehr Leute sowas richtig, richtig gut finden und richtig, richtig wertvoll finden und bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben, Ökostrom zu haben und eben nachhaltig, umweltfreundlich aufgestellt zu sein. Im Großen und Ganzen heißt es also, der Stromnetzbetreiber, bei dem sind ja die Anlagen angeschlossen, der sieht jetzt, hey, hier ist eine Megawattstunde erneuerbaren Windstroms eingespeist worden. Jetzt bekommt der Betreiber praktisch dieses Zertifikat. Also das Zusammenspiel aus den diversen Playern in dieser gesamten Wirtschaft sorgt dafür, dass klar ist und nachgewiesen ist, hier ist ein echter Ökostrom aus echten Ökostromanlagen gekommen. Hier hau ich jetzt dieses Zertifikat drüber, diesen Herkunftsnachweis, der im Herkunftsnachweisregister vom Bundesamt gespeichert wird. Jetzt kann ich als Industrieunternehmen oder jetzt kann ich als Energieversorger sagen, ich möchte das echte Grünstrom haben. Ich möchte entweder also als Industrieunternehmen selbst verbrauchen oder ich möchte den als Energieversorger in mein Portfolio aufnehmen und damit eben tatsächlich Ökostrom verkaufen an meine Endkunden. Und das nicht nur praktisch über so CO2-Zertifikate irgendwie schön greenwashen, sondern ich möchte echten Grünstrom damit verkaufen. Jetzt kaufe ich also so ein Zertifikat und das Geld, was ich dafür ja ausgegeben habe, ist schlussendlich in diesem gesamten Kreislauf und von diesem Geld wird ja der Erzeuger schlussendlich auch bezahlt. Also ich kaufe praktisch diese Energiemenge, die durch das Grünstromzertifikat, durch diesen Herkunftsnachweis teurer ist, habe damit ein gutes Image, bezahle entsprechend Geld und das Geld fließt schlussendlich zu den Anlagenbetreibern auch weiter und ist damit etwas, was diese Betreiber von diesen Anlagen auch motiviert, weiter auszubauen und noch mehr Grünstrom zu erzeugen. Das heißt, wenn ich also einen Windpark betreibe, dann kann ich im Zweifel mit einem Energieversorger, mit einem Stadtwerk einen Vertrag machen, hey, du kriegst nicht nur von mir physikalisch Strom eingespeist, sondern das ist auch noch nachweislich Ökostrom und dafür bezahlst du mir eine ordentliche Rechnung. Und damit sind wir beide zufrieden, weil ich kriege meinen Strom weg und du kriegst den echten sauberen Ökostrom und was für dich image-technisch natürlich fantastisch ist. Und jetzt kann der Versorger eben sagen, na hey, für jede Megawattstunde echten grünen Stroms, die ich mir hier zugekauft habe, kann ich auch eine Megawattstunde grünen Strom verkaufen und bin damit echter Ökostromversorger, auch wenn ich als Versorgungsunternehmen ja gar nicht unbedingt selbst Anlagen betreiben muss. Also auch solche großen, echten Ökostromversorger wie Lichtblick und Co., die betreiben ja gar nicht unbedingt so viele eigene Anlagen. Ne, die versorgen ja hunderttausende Kunden, wenn nicht sogar Millionen Kunden mittlerweile. Die betreiben gar nicht genügend Anlagen, um das selbst unbedingt alles zu erzeugen. Sondern die haben im Zweifel ihre Partner, ihre Erzeugungsanlagenbetreiber, von denen sie sich den echten Ökostrom zukaufen. Und das ist ein ganz sauberes und normales Verhalten, was man absolut lockerflockig so machen kann. Wenn dieser echte Grünstrom jetzt in das Portfolio übergeht von dem Versorgungsunternehmen oder von dem Industrieverbraucher, dann wird dieses Zertifikat im Herkunftsnachweisregister entwertet, sodass man auch sagen kann, dieser echte Grünstrom ist jetzt auch als echter Grünstrom verkauft worden und damit
ins Praktische wieder dieser Kreislauf, diese Erzeugung der Zuordnung von echten Kohlenstrom wieder möglich. Und damit ist es aber auch ordentlich sauber durchgeführt worden. Jetzt habe ich ja viel darüber erzählt, dass es physikalische Versorgung gibt, das Stromnetz, was halt schwierig zu steuern ist, und andererseits diese bilanzielle Zuordnung gibt. Ich will mal als Abschluss erklären, wie diese bilanzielle Zuordnung tatsächlich funktioniert. Dafür gibt es etwas, was sich Bilanzkreis nennt. Der Bilanzkreis ist so das absolut Zentrale und Wichtige in der Energiewirtschaft, von den meisten aber nicht so hundertprozentig sauber verstanden. Ich versuche das mal greifbar zu machen. Der Bilanzkreis ist also eine Stelle, an der alle Erzeugungen und alle Verbräuche von allen Kunden eines Versorgungsunternehmens in einem Netzgebiet gegenübergestellt werden. Ich habe es ja jeweils auf Formulierungen verwendet, die synonym sind. Na, also alle Einspeisungen, alle Erzeugungsmengen und alle Verbrauchsmengen von wirklich allen Einspeisestellen und Verbrauchsstellen, die bei einem Versorgungsunternehmen angemeldet sind, in einem bestimmten geografischen Netzgebiet. Die werden gegenübergestellt. Das ist also tatsächlich nichts anderes als so eine Art Tabelle, als so eine Art virtuelle Bilanz, in der auf der einen Seite die Erzeugungen, auf der anderen Seite die Verbräuche stehen, von allen Kraftwerken, Erzeugungsanlagen, von allen Zukäufen und anderen physikalischen Einspeisungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite alle Kundenverbräuche und alles, was ansonsten noch irgendwie losgeschlagen wird, was in andere Netzgebiete übertragen wird über die Leitung und alles, was an der Börse verkauft wird. Das muss am Ende ausgeglichen sein, also das muss immer das Gleichviel sein, wenn ich 60 Megawattstunden aus meinen Kraftwerken rausfuhle und 15 aus den Anlagen ziehe und nochmal 15 und komme auf die 100. Dann muss ich genauso diese 100 Megawattstunden auch verbrauchen. Das darf nicht unausgeglichen sein. Denn Strom fließt ja, der Strom lässt sich ja nicht aufhören, der lässt sich ja nicht speichern, der muss also immer zugeordnet sein. Heißt also auch, wenn ich so viel erzeuge oder habe, aber nicht ganz so viel gerade verbrauche, praktisch hier sind 100 und hier habe ich nur 80, dann muss ich jetzt unbedingt diese 20 noch losschlagen und muss den Zweifel verkaufen. In diesem Beispiel sind 15 einfach physikalisch ausgespeist worden an ein Nachbarsbeispiel, an ein Nachbarnetzgebiet. Und weitere 5 Megawattstunden musste ich halt verkaufen. So, dann ist es ausgeglichen, bei 0 praktisch, und jetzt habe ich einen sauberen Bilanzkreis. Das ist also tatsächlich eine rein virtuelle Zuordnung von Energiemengen, mit dem praktisch ein Wert dann immer verbunden wird. Auf diese Weise organisieren wir eigentlich alles, was wir in der Energiewirtschaft tun. Jeder Kunde fließt hier rein, jede Solaranlage, jedes Kraftwerk fließt hier rein und muss ausgeglichen sein. Das kann man sich schon so vorstellen, dass die Kunden von einem Versorgungsunternehmen, die in einem Netzgebiet sind, alle Kunden, die in diesem geografischen Gebiet sind, die sind in einem Bilanzkreis. Alle Kunden, die in einem anderen geografischen Gebiet sind, die sind in einem anderen Bilanzkreis. Und so hat jedes Versorgungsunternehmen im Zweifel hunderte Bilanzkreise, weil es ja auch im Zweifel bundesweit in hunderten geografischen Gebieten Kunden versorgt und damit hunderte Male die Erzeugungen und die Verbräuche gegenüberstellen muss. Und wenn ich das so habe, wenn ich also so eine virtuelle Buchhaltung von Energiemengen habe, dann kann ich hier eben auch sagen, hey, diese 60 Megawattstunden, die sind aus fossilen Kraftwerken. Aber diese 15 Megawattstunden, die sind garantiert aus meinen erneuerbaren Erzeugungsanlagen. Die sind garantierter Grünstrom mit zum Beispiel den Herkunftsnachweisen. Und damit kann ich zumindest sagen, mein Portfolio ist in dieser Hinsicht sauber. Und hier muss ich vielleicht noch was machen. Aber ich kann zumindest nachweisen, dass diese 15 Megawattstunden saubere erneuerbare Energien sind. Und dementsprechend ist das auch eine schöne Möglichkeit, um zu sagen, hey, das ist jetzt Ökostrom, den du in diesem Ökostromtarif kaufst. Denn durch diesen Tarif, den du bezahlst, unterstützen wir tatsächlich faktisch die Anlagenbetreiber von den erneuerbaren Energienanlagen. Auch wenn der Strom irgendwo hinfließt, du bezahlst zumindest genau diesen Anteil, du förderst diesen Anteil und damit ist die Energiewende auch weiter vorangetrieben und wird weiter unterstützt. Und genau so funktioniert eben Ökostrom.